willkommen auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich bin gerade beruflich in Spanien und ich habe heute ein bisschen Zeit und ich dachte mir, ich nehme euch heute mal eine Morgenroutine auf. Die sieht übrigens bei mir auch nicht jeden Tag gleich aus. Das kommt immer darauf an, wie viel Zeit ich habe. Manchmal habe ich super viel Zeit, dann dauert das auch schon mal 1,5 Stunden, je nachdem, wie ich den Sport anbinde, sogar noch mal ein bisschen länger. In den letzten Tagen hatte ich nicht so viel Zeit, da musste ich teilweise schon um 7 Uhr am Set sein. Dementsprechend ist sie dann ein bisschen kürzer ausgefallen. Deswegen auch für euch. Ist egal, ob das jetzt bei der Morgenroutine ist oder bei der Abendroutine. Achtet darauf, dass das in euren Alltag passt. Es geht nicht darum, sich zu stressen, sondern diese Routinen sollen euch ja gut tun, die sollen euch Ruhe geben, die sollen euch entspannen und für einen guten Start in den Tag sorgen. Heute habe ich ja etwas mehr Zeit, deswegen werde ich euch eine etwas ausführlichere Morgenroutine zeigen und ihr könnt dann einfach schauen, was euch davon gefällt, was ihr eventuell selber in eure Morgenroutine einbauen wollt. Da muss aber jeder seinen eigenen Weg finden. Dieses Video dient als reine Inspiration, um euch auch daran zu erinnern, mehr Acht auf euch zu geben, wieder mehr auf euren Körper zu hören, öfter mal etwas für euch zu tun und wenn es nur 10 Minuten sind. Also wie gesagt, es geht nicht darum, eine Morgenroutine durchzuführen, die jeden Morgen 1,5 Stunden in Anspruch nimmt, wenn es nur 10 Minuten sind. Ihr werdet merken, es wird euch so gut tun. Ich habe heute Morgen übrigens schon geduscht, wie ihr unschwer erkennen könnt, und mich schon geschminkt. Ansonsten bin ich heute ganz entspannt in den Tag gestartet. Ich bin wach geworden. Und worauf ich mittlerweile immer achte, selbst wenn ich morgens um 4 Uhr aufstehe, dass ich erstmal etwas für meinen Geist tue. Heute Morgen habe ich zum einen 5 Minuten meditiert. Ich habe das allerdings diesmal ein bisschen freier gemacht. Ich habe ja sonst immer die App Headspace benutzt, jahrelang. Die ist auch wirklich super, die kann ich jedem empfehlen. Das ist auch nicht gesponsert oder so. Aber wenn man sich so ein bisschen einarbeitet in das Thema Meditation, ist das ganz schön, wenn man so eine geführte Meditation hat. Weil man dann einen Leitfaden hat und gerade am Anfang kann das sehr hilfreich sein. Und auch beim Thema Meditation sollte man meiner Meinung nach nicht den Fokus darauf richten und sagen, boah, ich muss jetzt unbedingt eine halbe Stunde schaffen oder ich muss jetzt 10 Minuten schaffen. Und wenn es nur eine Minute ist, wenn es nur 2 Minuten sind. Wichtig ist, dass man, also wichtig ist es für mich morgens, dass ich einmal zur Ruhe komme, meinen Körper spüre, einmal vom Kopf bis zu den Füßen meinen Körper durchgescannt habe, weiß, wie ich mich fühle, merke, wenn irgendwas in meinem Körper sich ja nicht richtig anfühlt, wenn ich gestresst bin, wenn ich morgens schon wach werde, dann kann ich das schon direkt erkennen und gegenwirken. Was mittlerweile auch ein fester Bestandteil meiner Morgenroutine geworden ist, und das war auch nicht immer so, das habe ich aber letztens in einem Podcast, glaube ich, war es, gehört, dass es super ist, wenn man morgens als allererstes etwas für seine Persönlichkeitsentwicklung tut. Deswegen habe ich in den letzten Monaten jeden Morgen ein paar Seiten gelesen. Also im Schnitt immer so zwischen 5 und 10 Seiten von einem Buch, was mich inspiriert, oder ich habe einen Podcast gehört. Und dazu schreibe ich mir dann auch immer ein paar Notizen auf, weil sonst vergesse ich die Sachen immer. Deswegen ist es für mich immer wichtig, mindestens immer so kleine Notizen aufzuschreiben. Das kannst du ja vielleicht auch mal ausprobieren, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich die Dinge dann besser einprägen. Und da hätte ich es fast vergessen, was ich heute Morgen als allererstes gemacht habe. Also vor dem Meditieren und vor dem Lesen ist meine Schilddrüsentablette nehmen und ein großes Glas Wasser trinken. Was man meiner Meinung nach bei dem Start in den Tag nicht vergessen sollte, das legt ja auch so ein bisschen den Ton für den restlichen Tag. Wenn ich morgen schon gestresst starte, das Tuch rutscht auch irgendwie die ganze Zeit runter, dann, also so ist es zumindest bei mir, wenn ich morgen schon dieses Gefühl von Hektik habe, dann wird meistens der Tag auch nicht gut. Und wenn ich ein bisschen früher aufgestanden bin und mir selber dafür Zeit eingeräumt habe, ruhig und entspannt in den Tag zu starten, wird der Tag in der Regel auch deutlich besser. Und jetzt muss ich dieses Tuch nochmal hier neu binden. Irgendwie bin ich auch nicht so eine Expertin da drin. Die rutschen immer bei mir runter. Diejenigen, die meine Videos schon öfter gesehen haben, die werden das jetzt schon kennen. Aber ich kann jedem nur empfehlen, legt nachts das Handy aus dem Raum. Also startet nicht morgens mit dem ersten Blick aufs Handy. Das habe ich früher immer gemacht. Ich bin wach geworden, habe mir den Wecker dann auch meistens mit meinem Handy gestellt. Das geht jetzt gerade nicht anders, weil ich, wie gesagt, nicht zu Hause bin. Ansonsten habe ich so einen ganz normalen Wecker und das Handy kommt raus. Jetzt lege ich das Handy vor die Türe. Wenn der Wecker dann angeht, gehe ich kurz raus, schalte den aus
und dann gehe ich wieder zurück ins Bett. Das kann man allerdings auch nur machen, wenn nicht die Gefahr besteht, dass man wieder einschläft. Also ich bin eigentlich, wenn ich einmal wach bin und weiß, ich muss jetzt aufstehen, dann bin ich auch wach. Da müsst ihr allerdings so ein bisschen nach eurem Gefühl gehen. Wenn ihr zu Hause seid, kann ich euch nur ans Herz legen, bitte, bitte, bitte kauft euch einen normalen Wecker und lasst das Handy aus dem Zimmer raus. Weil wie gesagt, morgens mit Instagram und Facebook und E-Mails zu starten, das stresst einen ja schon total. Ich muss jetzt einmal kurz das Mikro wechseln. Ich weiß nicht, ob man es vorhin gehört hat. Auf jeden Fall ist hier nebenan eine Baustelle und die sind seit heute Morgen 6.30 Uhr alles am Aufschlagen. Ja, und das andere Mikro, was ich habe, das nimmt leider sehr viel auch die Außengeräusche wahr. Deswegen hoffe ich, ist es mit diesem hier besser. Versuchen wir es mal. Was mir morgens auch noch immer sehr wichtig ist, die erste Stunde ohne Handy zu verbringen. Also es ist egal, ob ich frühstücke, ob ich mich stretche, ob ich gerade wach werde. Das Handy spielt in der ersten Stunde meines Tages keine Rolle. Ich weiß, dass es da viele Menschen gibt, die das komplett anders handhaben. Auch hier muss wieder jeder gucken, was für ihn passt. Mich stresst das. Und für mich ist der Tag immer deutlich besser, wenn ich morgens ohne Handy gestartet bin. Sonst gucke ich immer wieder direkt in die E-Mails rein und wie gesagt, mich stresst das morgen. Deswegen hatte ich auch heute Morgen wieder eine komplette Instagram-, Facebook- und E-Mail-freie Zeit gehabt. Eine kleine Sportsession habe ich heute Morgen auch schon eingelegt. Ich habe heute eine halbe Stunde den Bauch trainiert. Das versuche ich auch immer so oft es geht, morgens einzubauen und nicht abends. Weil wenn wir abends Sport machen, dann kann das negative Auswirkungen auf unseren Schlaf haben. Manchmal mache ich das auch abends, wenn es nicht anders geht. Aber ansonsten versuche ich mittlerweile, meinen Sport in den Tag zu legen, idealerweise sogar am Morgen. Dann startet man auch schon voller Energie in den Tag, hat das auch schon erledigt und einen freien Kopf für alles andere. Danach war dann auch Zeit für eine Dusche. Was ich davor noch gemacht habe, Trockenbürsten. Also meine Trockenbürste begleitet mich immer und überall mit hin in jedes Hotel. Und da merke ich immer wieder, wie gut mir das tut. Auch wenn ich immer staube wie so eine Mumie. Ich denke mir dann immer, die alten Hautschüppchen werden abgetragen an den Beinen, an den Armen und überall am Körper. Und das ist letztendlich ja auch gut für unsere Haut. Dafür nehme ich mir dann auch immer ein paar Minuten Zeit, mache mir schöne Musik an und genieße diese Zeit. Was heute Morgen auch wieder auf gar keinen Fall fehlen dürfte, meine Kaltdusche. Ich habe es heute wieder 5 Minuten gemacht und es hat so gut getan. Also es kostet mich ja immer wieder Überwindung. Früher habe ich immer nur so Wechselduschen gemacht und auch immer nur an den Beinen und an den Armen, aber ich bin nie an den Oberkörper gegangen. Und da muss ich bis heute sagen, das ist auch immer noch eine kleine Überwindung. Aber wenn ich es dann gemacht habe, fühle ich mich immer wieder gut. Es ist alles durchblutet, ich habe einfach viel, viel mehr Energie. Das ist auch so eine Sache, probiert das mal aus. Also wenn ihr das noch nicht gemacht habt, wie gesagt, es ist echt manchmal. Also gerade im Winter, ich habe das auch im Winter durchgezogen. Das ist manchmal so ein bisschen unangenehm, aber es lohnt sich. Danach habe ich dann ganz entspannt meine Haare gewaschen, mich abgetrocknet, eine kleine Körpermassage gemacht und Gesichtsmassage. Und auch hier, es geht nicht darum, dass das irgendwie 10 Stunden dauert. Ne? Das können nur so kleine Bewegungen sein, so 1-2 Minuten, ein bisschen im Gesicht, wenn man sich eincremt. Es geht ja auch darum, die Dinge, die man sowieso macht, sich so angenehm, wie es geht, zu gestalten. Und wenn es um so Dinge geht, wie achtsames Eincremen, sich ein bisschen zu massieren, das sind zum Beispiel auch so Dinge, das kann man Kindern auch schon beibringen. Dann bekommen die nämlich von klein auf das Thema Achtsamkeit mit auf den Weg gegeben. Und das ist gerade für die kleinen Würmchen so, so wichtig. Das kann man natürlich nicht mit einem Baby machen, aber wenn das Kind jetzt schon ein bisschen älter ist, so 3, 4, gerade Mädels kann man das sehr, sehr schön erklären und die haben da auch in der Regel Spaß dran. Dann würde ich mal sagen, ich nehme euch jetzt mal mit in die Küche. Wir bereiten nämlich jetzt ein Zitronenwasser vor und das Frühstück. Beim Frühstück ist es mir immer sehr, sehr wichtig, dass das gesund ist, dass es mir Energie gibt, dass es mich nicht schlapp macht, dass ich morgens schon meinem Körper ganz, ganz viele Nährstoffe gebe, dass die Dinge, die ich meinem Körper morgens als erstes gebe, dass sie dem so richtig schön Power geben. Früher bin ich immer mit Schokocroissants und Kakao in den Tag gestartet und das habe ich sehr, sehr viele Jahre gemacht und danach habe ich mich immer schon direkt so platt gefühlt. Und wenn man morgens etwas Gutes isst, damit legt man auch ernährungsmäßig die Basis für den kompletten Tag. Das habe ich zumindest gemerkt. Wenn ich morgens ungesund esse oder gar nichts esse, dann neige ich dazu, im Laufe des Tages viel ungesünder zu essen. Und andersherum, wenn ich morgens
schon eine gesunde Basis lege, dann bin ich auch immer eine Person, die dann im Laufe des Tages auch eher zu den gesunden Sachen greift und nicht zu den ungesunden. Ich habe leider gestern vergessen, Tee zu kaufen, deswegen wird heute mein Ingwer-Zitronenwasser etwas größer ausfallen. Sonst mache ich da auch in der Regel immer noch mal so eine Paste mit dazu. Das fällt jetzt erstmal weg, bis ich wieder in Deutschland bin. Für das Frühstück nehme ich mir auch immer ein paar ruhige Minuten, lasse mich nicht ablenken, gucke kein Fernsehen dabei, kein Handy. Ich schmecke das Essen, ich rieche das Essen und genieße das, was ich auf dem Teller habe. Und verbinde das Ganze mit positiven Gedanken, dass ich zu den glücklichen Menschen auf dieser Welt zählen darf, die etwas zu essen haben, die etwas zu trinken haben, die einen vollen Kühlschrank haben. Morgens ist das Thema Dankbarkeit für mich auch immer sehr, sehr wichtig. Und deswegen binde ich das entweder auch direkt nach dem Aufstehen ein. Ich habe so ein Dankbarkeitsbuch, das kennt ihr bestimmt auch schon, also zumindest die, die meinen Kanal kennen. Das habe ich leider zu Hause vergessen. Deswegen habe ich jetzt einfach meinen normalen Kalender genommen. Da sind hinten noch so ein paar Seiten frei und da schreibe ich jeden Morgen die Dinge auf, für die ich dankbar bin. Und wie gesagt, entweder direkt nach dem Aufstehen oder nach dem Frühstück, wenn ich vorher in Ruhe gegessen habe. Wenn ich mir die Dinge aufgeschrieben habe, für die ich dankbar bin, nehme ich mir auch immer noch mal ein paar Minuten, schließe die Augen, durchlebe das Ganze nochmal, verbinde das mit Emotionen, die ich habe und versuche mich so richtig in diese Situation hineinzufühlen. Was auf meine Liste da auch immer gehört, die Dinge, für die ich dankbar bin, die in der Zukunft liegen, bei denen ich mir sicher bin, dass sie in mein Leben treten werden. Und hier ist es auch empfehlenswert, sich diese Dinge vorzustellen, sie schon richtig zu spüren, als hätte man sie schon. Und das Thema Visualisierung hat bei mir sehr, sehr viel verändert, weil es den Geist verändert, weil es unsere Denkstrukturen verändert. Wenn wir insgesamt positiver und dankbarer werden, dann handeln wir auch anders und das kann unser ganzes Leben verändern. Und mit so viel Ruhe und Dankbarkeit in den Tag zu starten, das ist die beste Basis für einen erfolgreichen Tag. Und ihr müsst euch das vorstellen, unser Geist ist wie ein Muskel. Wir trainieren unsere Beine und unsere Arme im Fitnessstudio und wenn wir hier oben unseren Geist trainieren, positiver zu denken, dann hat das auch automatische Auswirkungen auf unser Leben, wie wir leben, wie wir die Welt sehen, wie wir auf andere Menschen zugehen, wie wir mit schwierigen Situationen umgehen. Also wenn du bis jetzt noch kein Dankbarkeitsbuch haben solltest, das wäre vielleicht eine gute Investition. Und was ich heute Morgen auch direkt gemacht habe, das ist auch immer so eine Sache, das habe ich vorher zum Beispiel auch nie gemacht, mein Bett. Ich habe immer so gedacht, ach komm, das lohnt sich sowieso nicht, du legst dich ja sowieso wieder rein. Mittlerweile bin ich jemand, wenn ich meine Zähne geputzt habe und so diese ganzen kleinen Dinge erledigt habe, ich mache dann mein Bett, weil es mir so ein bisschen innere Ordnung gibt. Wenn außen um mich herum alles ordentlich ist, dann fühle ich mich auch innerlich ordentlicher. Das war früher, war mir das irgendwie egal, heute ist das anders. Und das sind alles Sachen, da könnt ihr auch immer nur so Minutenfenster draus machen. Also ihr könnt zum Beispiel nur 2-3 Minuten meditieren, 5 Seiten lesen, ein bisschen stretchen. 2-3 Minuten reicht auch. Also schaut da, was in euren Alltag reinpasst. Ich habe heute mal sehr viel Zeit. Also es war, wie gesagt, in den letzten Tagen auch anders. Heute kann ich es ganz entspannt angehen lassen. Ich kann ganz ruhig in den Tag starten. Was ich gleich zum Beispiel auch noch auf jeden Fall machen werde, ist ein Spaziergang. Also das werde ich auf jeden Fall gleich noch mit einbauen in meinen Morgen. Ich werde mich jetzt mal umziehen, ein paar Meter spazieren gehen und dann nehme ich euch natürlich auch noch mit.